Ostern ist vorbei. Die Sportstunde ist aber nicht vorbei. Die ist nämlich wieder da. Mit mir, euer Host Patrick Hoch und wie immer Oliver Dütschke. Hi. Hallöchen und alle Osterhasen und Häsinnen draußen. Beziehungsweise alle, ja, ist ja vorbei Ostern, ne? Ja, Vergangenheit. Eier am Essen. Ich suche noch. Ja. Ich weiß nicht, ob ich alle gefunden habe, weil man auch nicht mehr weiß, wie viel man versteckt hat. Aber das ist mein Problem. Euer Problem ist wahrscheinlich da draußen, ihr habt alle zu viel gegessen. Und nun? Ja, das ist übrigens ein Erlebnis, was jeder hat, wenn Vater irgendwann sagt, ich weiß nicht, wo ich die Eier versteckt habe. Genau. Und dann irgendwann kurz vor Weihnachten, wenn man gerade nochmal den Garten umgräbt, findet man vielleicht nochmal so ein faules Ei. Faule Eier haben wir in unserem Eierkorb nicht. Wir haben Sport. Ja. Fangen wir doch mal an. Was war denn? Wir haben Fußball, wir haben Eishockey, ja. Wir haben Handball, wir haben Basketball, wir haben Boxen und ein bisschen Shorttrack. Und nicht zu vergessen, Kultur. Ja, und die üblichen Flops, Tops und überhaupt. Genau. Fangen wir doch mal an. Und zwar mit Handball. Da hat sich tatsächlich tabellenmäßig nicht viel getan, ne? Nee. In der HBL. Oben Berlin, Magdeburg, Flensburg, Kiel. Ja, unten Bergischer HC und Balingen-Weilstetten. Aber ist ja noch ein bisschen zu spielen. Wir haben ja noch 7 Spieltage. Da könnte sich das eine oder andere noch verändern, oder? Ja, sonst wird das so wirklich so ein Start-Ziel-Ding und das ist immer langweilig. Richtig. Aber wir können ja auch mal zu den Handball-Damen gucken. Da führt Bietigheim. Die haben noch kein sonst? Spiel gewonnen. Kein Spiel verloren. Was rede ich da? Es hat noch keiner ein Spiel gegen Bietigheim gewonnen. So kann man das auch ausdrücken. Andere sagen außer auch, sie sind ungeschlagen. Das Pokalendspiel. Stimmt. Sie haben 6 Punkte Vorsprung vor Borussia Dortmund. Nein, das sind nicht die Fußballerinnen, die aus Versehen Handball spielen. Sie haben eine sehr, sehr erfolgreiche Handballabteilung in Dortmund. Die sind 6 Punkte hinter Bietigheim. Und jetzt ist da Pause, denn die Nationalmannschaft ruft. Und wenn die ruft, hat man da zu sein. Und da hat man erstmal die EM-Quali. Diese Woche in Heidelberg. Einmal gegen die Ukraine und 2-mal gegen Israel. Nachvollziehbaren Gründen sind diese Spiele in Deutschland und eben nicht in Ukraine und nicht in Israel. Ne? Und dann aber geht's dann die nächste Woche schon weiter. Und da ist vielleicht das wichtigere Thema. Das ist auch etwas trickigere Turnier, sag ich mal. Sozusagen. Es geht nämlich um den olympischen Traum. Die Männer haben es ja vor kurzem geschafft in Hannover. Wir erinnern uns, war auch knapp, aber geschafft. Und die Damen möchten das genauso machen. Sie spielen auch zu Hause in Neu-Ulm. Und die Gegnerinnen sind Slowenien, Montenegro und Paraguay. Und jetzt weiß ich nicht, ob du dich da so auskennst im Damenhandball. Deswegen habe ich mir gedacht, ich rede da besser, nicht mit dir, sondern mit Markus Gaugisch, dem Bundestrainer, der einen Ausblick gibt auf das ach so wichtige Turnier in der nächsten Woche. Markus, der große Traum Olympia könnte wahr werden bei einem Turnier zu Hause sozusagen in Neu-Ulm. Ist die Aufregung schon da? Ja, Aufregung ist, glaube ich, das falsche Wort. Also ich bin froh, dass jetzt die letzten Wochen waren halt so dieser Spannungsaufbau kommt natürlich Stück für Stück, weil genau das, was etwas ist, was wir jetzt seit 2 Jahren quasi nicht vor uns herschieben, sondern was wir so als Ziel hatten. Also das allererste Meeting, das ich mit der Nationalmannschaft hatte, hatte ja gleich dann auch die Olympischen Spiele als Ziel formuliert. Also dass wir dort teilnehmen können. Und das war vor 2 Jahren, also im April 2022, einfach noch sehr, sehr abstrakt und weit weg. Und das ging jetzt so Stück für Stück näher. Und jetzt ist es halt wirklich greifbar. Also jetzt morgen geht's in die Halle und wir bereiten uns darauf vor. Und das ist schon jetzt nochmal ein anderes Gefühl und ich freue mich, dass jetzt aber losgeht. Ist das tatsächlich etwas anderes, als wenn du ein normales Turnier hast, wo es um Platzierung, um Podestplätze geht, als wenn du weißt, da hängt ein Traum hinter von vielen Athletinnen? Ja, ich glaube schon, dass das nochmal was anderes ist, weil es ja eben auch andere Möglichkeiten bietet. Also es ist
Gut, für mich ist es jetzt noch nicht so, ich bin jetzt noch nicht so ein alter Hase, aber Leute wie Xenia oder wie Emmy, die haben natürlich Weltmeisterschaften und Europameisterschaften schon sehr viele gespielt. Also die kennen diese normalen Turniere, aber sie kennen eben nicht die Olympischen Spiele. Und ich glaube, dass das auch nochmal ein anderes Gefühl ist, einfach dann im Hintergrund zu wissen, das ist nochmal etwas, was ja einmal, maximal zweimal vielleicht vorkommt. Also die Chance kriege ich nicht so oft und da hängen ja auch so viele Sachen dran. Also einfach dieses Miterleben dieser Geschichte, die Möglichkeit, dort auch was zu gewinnen. Wenn wir dorthin fahren, wollen wir ja auch nicht nur dabei sein, sondern wir wollen dann ja auch fürs Team Deutschland einfach erfolgreich sein. Und für mich als Trainer noch dazu eben diese Aussicht auf 6 Wochen Training. Also das ist eigentlich Wahnsinn. Weil das ist eigentlich ein ganzes Jahr, dass wir dann gewinnen können für die Entwicklung der Mannschaft. Und das ist für mich als Trainer natürlich was ich auch noch im Hinterkopf habe. Ich glaube, die Spielerinnen haben das weniger so als in ihrer Prio-Liste ganz oben. Aber für mich als Trainer ist das natürlich auch nochmal was. Wir können Dinge machen, die wir sonst eben nicht, ja, nicht in dieser Kompaktheit hinkriegen. Julia Binke, Maren Weigel haben mit Metzingen was Unerwartetes gewonnen. Also es sind viele dabei, die wirklich gerade gute Ergebnisse geholt haben, aber auch gute Leistungen gezeigt haben. Also wenn man jetzt auch im Tor schaut, alle drei, wenn sie gespielt haben, haben gut gespielt, auch wenn mal Spiele verloren gingen. Also von dem her glaube ich oder hoffe ich, dass alle mit einem guten Gefühl nächste Woche hinkommen. Für die sich nicht so viel mit Damenhandball beschäftigen, hast du denn den besten Kader zusammen? Verletzungsmäßig gab es jetzt gestern nochmal einen Nackenschlag, also die Annika Lott ist nicht fit, also sie wird nicht teilnehmen können. Entsprechend fehlt sie uns. Amelie Berger mit ihrer Kreuzbandverletzung vor ein paar Wochen. Auch jemand, oder eine Spielerin, die da eingeplant war, ist nicht dabei. Aber wie gesagt, wir haben, glaube ich, jetzt Kontinuität im Kader. Das war für mich jetzt eben wichtig. Also wir haben jetzt keine Zeit, irgendjemandem irgendwas zu erklären. Also jetzt nochmal was neu zu machen, das ergibt für mich keinen Sinn, weil wir jetzt abrufen müssen. Also jetzt geht's wirklich ums Ergebnis. Und deshalb war es auch, oder ist es wichtig, dass wir jetzt diese paar Einheiten, wir haben zwar viele Spiele, aber so viele Trainingseinheiten haben wir gar nicht. Also von dem her muss klar sein, wenn wir jetzt von unserer Abwehrphilosophie zum Beispiel sprechen, da kann ich das nicht mehr noch lange erklären. Also da müssen alle wissen, um was geht und da müssen auch alle wissen, was die Kleinigkeiten sind, weil die werden nachher dann auch ausschlaggebend sein für das, was wir an Ergebnis reinfahren. Das Turnier beginnt am 11. gegen Montenegro, WM 7. Bitte? Da kursieren unterschiedliche Pläne. Wir starten Ja. Okay, dann fangt ihr gegen Slowenien an. Ist vielleicht nicht unbedingt der größte Brocken, um ins Turnier zu gehen. EM 8. Nicht ungefährlich. Wie schätzt du diesen Gegner ein? Also es ist so, dass Slowenien jetzt zwei schwache Spiele hatte gegen Frankreich. Also die haben die Europameisterschaftsquali gegeneinander gespielt und das hat Frankreich deutlich gewonnen. Und ich habe jetzt beide Spiele mehrfach mir angesehen und ich frage mich, warum das so ist. Also weil ich viele gute Sachen eben sehe. Und sie haben eine starke erste Reihe. Also der erste Rückraum mit Anna Groß, sicherlich eine der Top-Spielerinnen in Europa, spielt in Gehör, also da spielen ja keine Pfeifen, also von dem her ist das auf jeden Fall Qualität. Und Omo Regie auf der anderen Halbposition, auch eine super Spielerin, die in Bukarest spielt, also auch bei einem europäischen Schwergewicht. Von dem her ist so diese erste Reihe ist gut. Deshalb müssen wir da eben schauen, dass wir die in den Griff kriegen und dann glaube ich, dass wir in der Breite besser aufgestellt sind. Dann verrätst du mir, wer der zweite Gegner ist. Ich dachte, dann Slowenien, dann Paraguay.
Nee, genau. Also in Slowenien und Montenegro ist gedreht. Ja. Also ich hatte auch, da kursieren wirklich zwei unterschiedliche Pläne. Warum das so ist, weiß ich nicht. Aber wir spielen als erstes gegen Slowenien, dann samstags gegen Montenegro. Ihr habt dann einen Tag Pause. Das bleibt, ne? Ihr fangt am 11. an, habt einen Tag Pause und genau. dann am Anfang. Genau, ja, der Plan bleibt gleich und Paraguay bleibt auch gleich, aber die beiden Spiele sind gedreht. Dann also Montenegro, WM-Siebter, bei der Euro 22 immerhin Dritte. Also ist das der Schwerste? Ja, genau. Ja, ja. Also eine gute Mannschaft, die jetzt natürlich einen Umbruch auch nach dieser Europameisterschaft 22 hatte. Das war im eigenen Land zunächst die Vorrunde. Wir haben in Podgorica gegen sie gespielt. Das war brutal. Also eine unglaubliche Leidenschaft. Also das ist eine Mannschaft, die von ihrem Herz lebt und die auch wirklich alles auf der Platte lässt. Also ja, das ist so, was man den Balkanländern eben zuschreibt. Sehr, sehr emotional, abgezockt ohne Ende. Also da muss man auch damit rechnen. Also da muss man auch mental bereit sein. Also da passieren dann schon Sachen, ja, die immer so an der Kante laufen. Also wie verteidige ich dann, also die kennen alle Tricks und Kniffe und deshalb sind sie gefährlich. Das ist, da müssen wir wirklich, glaube ich, da wird es Entscheidende sein, wie gut sind wir da emotional. Also da müssen wir auf dem Level sein. Handballerisch ist da auch da so, dass wir, glaube ich, in der Breite besser aufgestellt sind. Und dann, wie ist es mit Paraguay? Paraguay habe ich mir wirklich noch kaum Gedanken gemacht. Also das ist im Normalfall ein Gegner, den wir beherrschen müssen. Mein individueller Fokus, der lag jetzt zunächst auf den beiden Spielen und ich hoffe, dass wir Slowenien und Montenegro schlagen können, dass wir dann am Sonntag einfach ein freudvolles Abschlussspiel dann eben noch haben. Und was die dann liefern, das werden wir dann sehen, weil das macht auch wenig Sinn, wenn ich mir ein Video anschaue, Paraguay gegen Ecuador oder sowas. Das macht wenig, gibt wenig her. Und ich, die Gabi Moreski, meine ehemalige Torhüterin aus Bietigheim, die hat ja mit Brasilien gegen die auch schon öfter gespielt. Also da kann ich mir auch den einen oder anderen Tipp noch holen, falls das Video jetzt nicht alles aussagen. Aber ich glaube, wir haben zwei Spiele bis dahin und dann kriegen wir das hin. Jetzt hatten die Männer ja auch ihre Olympia-Quali, auch in Deutschland. Und da hat man ja auch gesehen, dass das schon auch eng sein kann. Verfolgst du sowas? Hilft dir das? Oder kann man so eine Schablone gar nicht aufeinanderlegen? Ja, ich glaube, man hat schon gesehen, dass dieser Rucksack da ist. Es ist einfach so. Ja. Solche Spiele sind nicht so leicht. Ja. Vor allem, wenn du dann eben... Also im Vorfeld spricht da jeder immer, ihr müsst dahin. Also ja, klar, jetzt spielen wir noch das. Und irgendwie sind wir, also sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen, sind wir schon qualifiziert. Das ist aber nicht so. Also ich glaube, da muss man sich schon trennen davon und wirklich nur die Leistungen in den Vordergrund setzen. Und das gesehen zu haben, dass es eben nicht so easy ist, das finde ich jetzt nicht verfehlt. Also ich glaube, jeder weiß oder hat dann eben gemerkt, dass man da die Top-Leistung abrufen muss und dass eben da der mentale Bereich eben dort auch eine Rolle spielt. Wie bereite ich mich davor? Wie ernsthaft gehe ich das an? Und ja, da haben wir gesehen, dass ja erst ganz am Ende des eben stand, eben feststand, dass die Männer eben auch nach oder dass die Männer nach Paris gehen. Ich hoffe, wir machen es genauso. Und ich hoffe, wir bauen nur die ersten zwei Spiele. Zum Schluss schicke ich dir einen Wunsch rüber. Ich möchte gerne im Juli mit dir wieder ein Interview führen und über die olympischen Gegner mit dir philosophieren. Ja. Könntest du diesen Wunsch bitte erfüllen? Ja. Da werden wir jetzt unseren Job machen und dann können wir den Wunsch natürlich auch. In diesem Sinne wünsche ich viel Erfolg, aber auch viel Spaß. Mit Spaß geht alles besser, bleibt alle gesund und wir drücken von der Sportstunde natürlich alle Daumen. Dankeschön. So ein Olympia-Quali ist doch kein Wunschkonzert. Ja, okay. Aber vor allen Dingen, er hat ja gesagt, ich zitiere, das sind ja auch keine Pfeifen. Da hat er recht.
Ja, da recht. Die machen schon einiges, wenn ich jetzt gerade überlege. Eben nochmal kurz EM-Quali. Und das ist ja auch gegen Ukraine und Israel nicht ganz so einfach, weil auch viel drumherum ist. Alleine was das Sicherheitskonzept dann angeht in Heidelberg, um das Team der Israelis, das ist schon alles nicht einfach. Und dann eben dann dieser Traum noch, der dann im Nacken sitzt, Olympia. Mehr von Markus Gaugisch im längeren Interview überall. Down zu load. So, bleiben wir bei einer Halle, ne? Was denn? Hallenhalmer? Oder Basketball? Nein, nach Handball gehen wir zum Basketball. Ein Blick in die Liga, wie eben beim Handball. Da wird's unten jetzt ein bisschen kritischer. Spannend. Heidelberg, sind wir wieder bei Heidelberg, gewinnen auf einmal Punkte. Vielleicht haben die Ärmel endlich mal hochgekrempelt. Ja, ich glaube, die sind zum ersten Mal auf dem Nicht-Abstiegsplatz, weiß ich aber nicht ganz sicher, sind aber jetzt auf jeden Fall nicht mehr auf einem Abstiegsplatz. Hinten dran sind jetzt als vorletzter Aufsteiger Tübingen und als letzter Crailsheim. Aber auch Göttingen, der MBC und auch die Rostocker müssen sich nochmal so richtig Sorgen machen. Also das wird schon da. Das ist kuschelig da. Kuschelig da unten, ja, ganz genau. Aber ja, du musst dich in anderen Basketball-Ligen zumindest maximal um Punkte sorgen. Denn? Ne? In der NBA verdienst du jetzt nicht schlecht. Ja. Kohle fließt. Ja, denn in unser Statistiker vor dem Herrn, der Markus Höfel, hat mal mit den Zahlen ein wenig gespielt aus der NBA. Und da wird dir mit BBL ein bisschen schwindelig, oder? Im zweiten Sports/NBA-Special die fünf Topverdiener der Liga. Auf Platz 5 der Forward der LA Clippers, Paul George, mit einem Gehalt von 42,5 Millionen Dollar im letzten Jahr. Auf Platz 4 steht Bradley Beal, der Guard der Phoenix Suns, mit 43,3 Millionen Dollar Jahresverlier. Platz 3 in diesem Ranking belegt mit 44,1 Millionen Dollar der US-Amerikaner und zweifacher NBA-Champion der Phoenix Suns, Kevin Durant. Platz 2 geht an den viermaligen NBA, MVP und Forward der LA Lakers, nämlich LeBron James, mit einem Verdienst von 44,5 Millionen in 2023. Und ganz oben auf dem Thron auf Platz 1 sitzt mit 48,1 Millionen Dollar der Point Guard der Golden State Warriors, Stephen Curry. Meine Meinung dazu, galaktische Gehälter, doch sportlich und vor allem aus Marketingperspektive jeden Cent wert. Taschengelder, Taschengelder. Ja, knapp 50 Millionen. Und wenn Markus das sagt, er kennt sich da aus, denn er betreut ja auch unseren Hero Dennis Schröder. Darf man nicht vergessen. Das ist richtig. So, bleiben wir mal kurz in den USA. Du bist ja da ein absoluter Kenner. Aber kennst du Utica? Die waren mal in der NFL. Echt? Mhm. Also ich habe mal... Das ist, es gibt so eine Seite, die heißt Wikipedia. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Sag ich mal. Ja, das ist 65.000 Einwohner. Von Buffalo und nochmal südlich von Syracuse, irgendwo mitten im Nirgendwo in New York. Und da ist Utica. Und da, man glaubt es ja nicht, findet eine Weltmeisterschaft statt. Jetzt nicht im Handy-Weitwurf oder im, keine Ahnung was, im Gummistiefel-Rennen, sondern Wings Essen oder so. Ja. Eishockey-Weltmeisterschaft der Frauen im Provinznest Utica. Die haben eine Halle, da passen gerade mal 3.800 rein und da findet eine WM statt. Da habe ich gedacht, aufgrund meiner Naivität, Eishockey-Land USA, das findet doch woanders statt. Nö, keine Ahnung, warum der Verband in die Provinz so ein Turnier vergibt. Ich kann es dir nicht sagen. Ich glaube, der Eishockey-Verband sitzt im Bundesstaat New York. Ach so, dass sie dann, okay, brauchen sie kein Hotel, fahren sie da eben immer zum Spiel, fahren wir nach Hause, heimschläfermäßig. Möglicherweise. Ist das ein Grund? Egal, unsere Mädels sind da, sie sind hingereist. Letzte WM, erinnern wir uns, starke Vierte und das entwickelte sich so ein bisschen in Richtung, oh, eine Sportart, die nach oben geht, Eishockey der Frauen, das war ganz toll. Was passiert diesmal? Und das Schöne ist, es gibt Ronja Jennecke, denn die ist nicht nur Eishockey-Expertin bei Magenta Sport, nein, die ist auch tatsächlich im Trainerstab des DB-Teams, ist Development Coach. Und sie gibt uns in der Sportstunde tatsächlich einen Ausblick auf diese wunderbare WM im Provinznest Utica.
Ronja, bevor wir mal auf die WM zu sprechen kommen, erstmal muss ich dich fragen, was macht ein Development Coach beim DEB? Ja, das ist eine interessante Frage. Ich hoffe, ich kann sie jetzt einigermaßen beantworten. Im Endeffekt ist es eigentlich so, dass ich seit Amtsantritt sozusagen in allen Bereichen, also von den Sichtungslehrgängen auf Landesverbandsebene plus die Liga, also die Dorau- und Eishockey-Liga, eigentlich überall versucht habe, hier mitzuhelfen und zu unterstützen. Und in erster Linie auch zwischen, ich würde jetzt mal sagen, den Spielerinnen, den Trainern, den Offiziellen und dem Verband. So, das war der Kernaufgabenbereich. Klingt jetzt nicht wenig, ne? Nee, ist einmal alles, genau, so ein bunter Blumenstrauß eigentlich. Aber ja, ich muss sagen, also es ist sehr interessant. Ich meine, am Ende des Tages ist es ja eigentlich nichts anderes als das, was man vielleicht ohnehin immer schon so ein bisschen gemacht hat, weil in Kontakt ist man ja eigentlich eh immer mit allen immer so ein bisschen gewesen. Ja, und jetzt ist es halt, hat das Ganze nur, das Kind hat einen Namen bekommen sozusagen. Jetzt kennst du ja das deutsche Damen-Eishockey richtig, richtig gut. Wie gut kennt denn der neue Bundestrainer die deutschen Damen? Gut. Ja, ich glaube, nein, also Jeff McLeod ist verankert im deutschen Eishockey ja schon seit vielen, vielen Jahren und hat auch durch seine Zeit als Trainer in Ingolstadt natürlich Kontakt zum Frauen-Eishockey gehabt. Und er hat selber eine Tochter, die spielt, die ja jetzt auch dieses Jahr bei uns in der DFEL an den Start gegangen ist. Naja, und dann hat er natürlich das Frauen-Eishockey auch auf internationaler Ebene schon lange begleitet. Passiv vielleicht eher als aktiv, aber er hat schnell den Kader kennengelernt, er hat auch schnell, muss man sagen, den Spielerpool kennengelernt, ist auch sehr weit, sage ich mal, vom Alter heruntergegangen, also hat sehr viel auch auf Landesverbandsebene sich angeschaut, einfach um sich einen großen Überblick zu verschaffen. Und deswegen würde ich jetzt mal behaupten, dass er sich mittlerweile sehr gut auskennt im deutschen Frauen-Eishockey. Im Februar gab es ein Turnier in Liberec, ein Fünf-Nationen-Turnier. Das war jetzt nicht so glücklich. Da gab es nur ein Tor und sonst gab es, die Hucke voll. Ist das manchmal gut, wenn man sowas erlebt, weil man genau weiß, ey, wir müssen echt noch viel arbeiten, als wenn man da durchfliegt? Ich glaube ehrlich gesagt, dass man aus jedem Spiel und aus jedem Turnier immer was mitnehmen kann. Keiner verliert gerne. Ich meine, das ist ein Fakt irgendwie, wenn man sich im Leistungssport befindet. Ich glaube, dass man das vielleicht ein bisschen selektiv betrachten muss. Wir hatten einen sehr jungen Kader mit dabei. Wir hatten ja viele Spielerinnen, die aus einer sehr vollgepackten Saison kamen oder in einer sehr vollgepackten Saison waren. Wir hatten keine Überseespielerin dabei, also niemand, der am College spielt, die auch einfach schlichtweg mit zu unseren Führungsspielerinnen gehören. Wohingegen die anderen Nationen halt schon mit einem ansatzweise voll im Kommando da angelaufen sind. Deswegen, ja, ich glaube, dass wir unsere Lehren natürlich daraus gezogen haben. Und vielleicht, um das noch zu beantworten, ja, auch wir wissen, dass der Schritt zu machen ist. Aber was dann tatsächlich immer ein bisschen Mut macht, ist, dass wenn man sieht, dass der Schritt nicht groß ist. Also es ist jetzt kein, wenn ich zurückdenke an die Zeit, wo ich noch aktiv gespielt habe, da war der Schritt noch sehr groß. Und dann war es eher immer überraschend, wenn man mitspielen konnte. Und jetzt muss man ganz klar sagen, hat sich das verschoben zu den Schritt. Wir müssen den machen und das wissen wir auch. Aber das ist natürlich auch ein Prozess. Also das ist halt nichts, was von jetzt auf gleich geht. Vielleicht war die Frage auch ein bisschen fies, denn nach der letzten WM, die ja ziemlich erfolgreich war, hat man natürlich auch auf einmal, was das Damen-Eishockey in Deutschland angeht, eine andere Erwartungshaltung. Ja, also ich meine, gut, eine WM, also tatsächlich WM ist ein Turnier und ein Turnier hat halt auch sehr viel mit Tagesform zu tun. Also ist das immer mal so ein bisschen differenziert zu betrachten, finde ich. Aber nichtsdestotrotz, wie du sagst, ja, die Erwartungshaltung sollte auch anders sein. Also da bin ich ganz fest der Überzeugung, weil ich glaube einfach, dass wir uns in Deutschland im Frauen-Eishockey sehr gut entwickelt haben und dass wir einen guten Schritt in die definitiv richtige Richtung gemacht haben. Aber es bleibt jetzt natürlich auch so ein bisschen, da muss man ja sagen, der Plan oder das große Ganze, das sind ja keine ein oder zwei Jahre, sondern das sind ja eher 8 bis wahrscheinlich 10 Jahre, die man sich angucken muss. Und ich glaube, dass wir jetzt einfach mittlerweile da sind, dass die Jahrgänge, die wir angefangen haben, auch wirklich gut und konstant auszubilden und weiterzubilden und immer mit in die Verantwortung genommen haben, dass das jetzt halt eben diese Jahrgänge sind, die jetzt hier eine Rolle spielen in der Frauennationalmannschaft und die halt eben auf internationalem Level dann nochmal anders agieren können, als das vielleicht ihre Vorgängerinnen konnten. Schweden, Dänemark, Japan, China, zweimal Skandinavien, zweimal Asien.
Wie weit seid ihr schon in den Vorbereitungen? Was erwartet ihr von den Gegnern? Nicola Eisenschmidt sagte, von China hat sie im Prinzip noch gar keine Ahnung. Ja, was richtig ist, China als Aufsteiger kann natürlich eine richtige Wundertüte werden, aber ich glaube, eins, wenn wir eins gelernt haben aus der Vergangenheit, dann, dass die asiatischen Teams immer gut vorbereitet sind, dass da keiner schläft, sondern dass da wirklich auch sehr, sehr viel investiert wird, gerade in den Sportarten natürlich. Tatsächlich bin ich sehr gespannt, wie die Mannschaft vor Ort dann auflaufen wird. Also ich meine, natürlich hat man sich immer mal ein bisschen was angeguckt, man kann dann natürlich auch so ein bisschen mal gucken, das Ganze Game Scouting, wie haben die bei der letzten WM gespielt, solche Sachen. Gut, die beiden skandinavischen Teams kennen wir sehr gut, Japan kennen wir natürlich auch. Ich erwarte insgesamt tatsächlich eine sehr ausgeglichene Gruppe, eine schwere Gruppe. Also da muss man wirklich in jedem Spiel bereit sein, in jedem Spiel auch wirklich die 100% abrufen, weil von den Mannschaften, wie gesagt, China vielleicht ein bisschen ausgeklammert, das wird sich dann zeigen, aber ja, das wird auf jeden Fall keine leichte Aufgabe. Hättest du aussuchen dürfen, hättest du auch am liebsten Dänemark als erste Mannschaft gegen euch gehabt? Ich glaube, das ist egal. Also da muss ich tatsächlich sagen, da war ich weder als Spielerin noch als Trainerin, ist mir das jetzt, das nimmt man, wie es kommt, weil ich sag mal, das sind die Dinge, man konzentriert sich auf das, was man beeinflussen kann, und so, das sind Dinge, die können wir nicht beeinflussen. Die nehmen wir sie, wie sie auf uns zukommen. Und ich glaube, Dänemark ist ein guter Gegner. Das heißt, wir müssen einfach voll vorbereitet in das Spiel reingehen. Wir haben ja auch noch ein Vorbereitungsspiel gegen die Schweiz, dann, wenn wir drüben sind in Utica. Und ja, ich glaube, dass das ein guter Test werden wird. Und dann, wie gesagt, eine gute Generalprobe, dass wir dann gut ins Turnier gegen Dänemark starten können. Wenn man nicht so der Kenner ist, der Eishockey-Szene, und sich dann anguckt, wie das dann, wie die WM abläuft mit diesen zwei Gruppen, ist man erstmal ein bisschen irritiert. Es gibt zwei Gruppen, die Gruppe A mit 5 Teams und die Gruppe B mit 5 Teams. Aber die 5 aus der Gruppe A sind schon im Viertelfinale, ohne dass sie überhaupt mal einmal den Puck über das Eis geschossen haben. Ne? Und ihr seid in der Gruppe B und die ersten 3 aus der Gruppe B kommen dann auch ins Viertelfinale. Bisschen kurios. Ich bin ein Sportnerd, aber so eine interessante Konstellation habe ich, glaube ich, auch noch in keinem Sport entdeckt. Warum ist das so? Ja, man muss an der Stelle jetzt tatsächlich einmal ganz kurz sagen, also das ist nicht nur für die Sportart nicht so gut kennen, etwas verwirrend. Das ist auch für alle, die diese Sportart kennen und die schon länger spielen, nach wie vor einfach immer alles echt. Also vielleicht zur Erklärung, es geht im Endeffekt, wurden diese Gruppen mal so aufgeteilt. Es wurde ja jetzt vor 2 Jahren wurde erhöht auf 10 Mannschaften. Früher waren wir nur 8 Mannschaften. Da gab es 2 Vierergruppen und das war eigentlich das gleiche Szenario. Beziehungsweise man ist eigentlich noch eine Stufe weitergegangen. Die ersten beiden aus der Gruppe A waren direkt fürs Halbfinale qualifiziert. Das heißt, nur die Zweitplatzierten aus der Gruppe A und die ersten beiden aus der Gruppe B haben dann nochmal gegeneinander. Völlig wild. Das Ganze wurde gemacht, weil der Unterschied oder der Leistungsunterschied zwischen den beiden nordamerikanischen Mannschaften, also Kanada und USA, ist zum Rest der Welt so groß gewesen, dass halt wirklich auch in der Vorrunde die Ergebnisse so hoch gewesen sind, dass es einfach die Competition nicht da gewesen ist. Also das hat einfach keinen Sinn gemacht. Das heißt, bevor man jetzt dann aber sagt, okay, Kanada, USA, ihr seid schon direkt im Finale und spielt einfach die Goldmedaille aus, hat man natürlich, weil das ist absoluter Quatsch, hat man sich halt eben dieses Szenario überlegt. Und der Rest der Welt, in Anführungsstrichen, ist jetzt aber tatsächlich, dieses Mittelfeld ist so eng zusammengerutscht, dass sie dann halt eben gesagt haben, okay, wir gehen auf 10 Mannschaften hoch und passen einfach nur den Modus an. Jetzt wird natürlich auch vehement diskutiert, ob auch dieser Modus jetzt vielleicht mal aufgelöst werden sollte, sodass man dann halt eigentlich analog zu allen anderen Weltmeisterschaften auch einfach 2 Gruppen hat und dann sozusagen die jeweils Erstplatzierten, je nach Weltrangliste, wie auch immer, die Gruppen dann geformt werden, aber dann einfach im Viertelfinale gegeneinander spielen. Und ich muss sagen, ich warte drauf und ich hoffe, ich werde es noch erleben. Ja, weil wie gesagt, es ist halt einfach... Man muss ja ganz klar sagen, du kannst auf andere Nationen mit dem Finger zeigen, aber wenn wir uns jetzt unsere Nachbarn hier nehmen, die in der Gruppe A zum Beispiel gesetzt sind, die haben halt eigentlich eine relativ, die ist ja wurscht, die können in der Vorrunde jedes Spiel verlieren und dann starten sie halt im Viertelfinale und sie wissen in Anführungsstrichen, sie müssen dann ab dem Viertelfinale eigentlich erst performen. Und
Ich weiß nicht, ob das im Sinne des Sports dann wirklich alles so ist. Aber wie gesagt, auch das sind Dinge, die können wir nicht beeinflussen. Wir nehmen, wie es kommt. Und wir wissen, dass wir unsere Hausaufgaben machen. Und dann gucken wir mal, was die IHF sich überlegt, wie das in den nächsten Jahren dann weitergehen soll. Wir wollen auch die Vorfreude nicht nehmen. Ich fand es nur kurios und sehr seltsam. Was muss passieren, damit man wieder so ein tolles Erlebnis, so ein tolles Ergebnis, beides erreichen kann wie im letzten Jahr? Ehrlich gesagt glaube ich, dass wir einfach gucken müssen, dass wir eine gute Vorrunde spielen, dass wir uns eine gute Ausgangslage verschaffen, ins Viertelfinale kommen und dann glaube ich, ja, da ist es dann auch, alles ist möglich. Also da muss man wirklich sagen, wir wollen Spiele gewinnen und das sollte sich durch unser Turnier so durchziehen und ich glaube, dann können wir auf jeden Fall zufrieden sein am Ende mit dem, was dabei rauskommt. Ein wunderbares Schlusswort. Ronja, vielen Dank für deine Zeit. Ich weiß, du hast ganz andere Dinge zu tun, als mit uns zu sprechen, aber vielen Dank und toi, toi, toi. Wir drücken die Daumen, wir beobachten das. Dankeschön. Vielen Dank. Bald. Alles Gute. Tschüss. Zwei Dinge zu der Eishockey-WM. Zum einen, Utica ist der Gründungsort von Eishockey USA. Ja, Eishockey USA sitzt mittlerweile in Colorado Springs. Bisschen weiter weg halt. Und ja, der Unterschied war mal so groß. Ich erinnere mich noch an die Olympischen Spiele in Nagano, das erste Frauen-Eishockeyspiel. Gefreut wie ein Schnitzel nachts um 3 oder so. Japan, Kanada. Endstand. 22-0 für Kanada. Ein Arbeitssieg, ne? Ja, das war ganz knapp, hartes Ding. Also deswegen mit dem Niveauunterschied ist es durchaus nachvollziehbar. Mehr von Ronja auch am längeren Interview, denn sie ist da jetzt im, was haben wir gesagt? Trainer Staff. Und da habe ich sie mal gefragt, ob sie sich vorstellen kann, auch ein Männerteam vielleicht auch in der DEL zu trainieren. Also ich verrate nichts, hört rein ins Interview überall. Da, wo es Podcasts gibt. Interview mit Ronja Jennecke. Und wir verfolgen das natürlich und drücken alle Daumen, die wir haben, damit das wieder so gut wird wie im letzten Jahr. Da war es Platz 4. Schauen wir mal. Aber du bist ja auch so ein Eisfanatiker. Manchmal Vanille, Stracciatella und Erdbeer, manchmal aber auch Short Track. So ungefähr, ja. Der Reihenfolge. Ja, was haben wir denn da? Da hat uns eine Nachricht ein bisschen. Naja, überrascht, ne? Kann man das so sagen? Denn die Anna Seidel, das ist vielleicht das Gesicht im Shorttrack. Ja, in Deutschland schon, ja. Hat ja eigentlich eine Wettkampfpause gemacht von einem Jahr. Und jetzt letzte Woche einfach dann auch gesagt, nö. Die Pause dauert eigentlich immer. Kann man so sagen, weiß ich nicht. Sie hört auf mit Mitte 20, sehr schade. Ich zitiere die Anna Seidel, ich bin unglaublich dankbar für alles, was ich in meiner Karriere erlebt habe. Es war eine intensive, aber auch sehr schöne Zeit. Immerhin zweimal EM-Zweite, 2021, dreimal bei Olympia dabei. Und die gute Anna geht jetzt in die USA, sie war wieder, ich weiß nicht, ob sie nach Utica geht. Das müssen kommt wir noch sie vielleicht vorbei, wer weiß. Genau, aber ihr Freund, kein geringer als Eishockey-Nationalspieler Moritz Seider, spielt in der NHL in Detroit bei den Red Wings. Deswegen wird sie nicht nach Utica gehen, sondern eher nach Detroit, denke ich mal. Aber jetzt sind wir traurig, dass Anna Seidel nicht mehr da ist. Aber wir haben einen Patrick Hoch, der dann einfach gute Interviews führt zum Thema Short Track. Und du hast mit jemandem gesprochen, der uns das alles ein bisschen näher bringt, was da im Short Track los ist. Ja, der Mann war zum Zeitpunkt des Interviews noch Nachwuchsbundestrainer, ist aber jetzt demnächst Senioren-Bundestrainer im Shorttrack und der erzählt uns mal, was Shorttrack ist und wie der Ist-Zustand so ist vor kommenden Olympischen Spielen und wie das jetzt läuft ohne Anna. Hallo, ich habe hier heute Daniel Zetsche, Junioren-Bundestrainer im Shorttrack und wir wollen mal über Shorttrack reden. Hallo. Hallo. Shorttrack, auf Deutsch Kurzbahn, ist im Prinzip auf den ersten Blick meiner Meinung nach eine kurze Version von Eisschnelllauf, oder? Ja, eine kurze und vielleicht auch noch eine spannendere mit insgesamt ein bisschen mehr Action. Wir sind auf einem Eishockeyfeld zu Hause, nicht auf der großen 400-Meter-Bahn. Unsere Runde ist kürzer, deswegen Short Track. Und im Gegensatz zum Eisschnelllauf laufen wir nicht gegen die Zeit, sondern wir laufen Mann gegen Mann im K.O.-System
Und am Ende im Finale geht es sozusagen wirklich dann direkt um die Medaillen mit der Platzierung. Also richtig so, wie man sich das vorstellt, K.O.-System. Du hast, keine Ahnung, 8 Läufe, bis du weißt, wo du bist. Genau, du hast sozusagen ein Viertelfinale oder oftmals geht es in den Vorläufen los. Vorlauf, dann in den Viertelfinale, Halbfinale, Finale. Und je nach Strecke sind dann auch 5 bis 7 in der Regel, teilweise auch mehr Sportler zur selben Zeit auf dem Eis und laufen sozusagen um die Qualifikationsposition. Mehrere Läufer auf dem Eis, Eishockeyfläche. Du sagtest bereits, es ist eine Kurzbahn, es ist wesentlich kürzer als ein Eisschnelllaufbahn oder Track. Wie sind denn da so die Disziplinen, die man da bewältigen muss? Also die Meterzahl, eine Runde ist halt, keine Ahnung, wenig Meter, sage ich mal. Genau, eine Runde sind 111 Meter und die Wettkampfdistanzen sind 500 Meter, 1000 und 1500 Meter im Einzel. Und dann gibt's noch die Staffelwettbewerbe, wo man als Team an den Start geht. Das ist bei den Damen 3000 Meter, bei den Herren 5000 Meter und in der neuen Mixed-Team-Relay, wo sozusagen 2 Damen, 2 Herren starten, sind es 2000 Meter. Das ist dann so Staffel, wie man sich das vorstellt, wie bei Leichtathletik laufen, Stab übergeben, weitermachen, so ungefähr. Stab übergeben könnte auf dem Eis schwierig werden. Genau, Stab übergeben fällt bei uns weg, sondern der Staffelwechsel erfolgt durch Berührung. Und das Effizienteste ist, wenn man seinen Vordermann, der gerade neu auf die Bahn läuft, anschiebt. Also wir laufen, kommen aus der Kurve, der Wechselpartner ist auf dem Eis und wir geben halt sozusagen einen maximalen Push von hinten, dass er die Geschwindigkeit direkt mitnehmen kann. Also sozusagen legaler Beschiss, sag ich mal. Ja, dadurch, dass es alle machen, gleicht sich der Beschiss dann auch wieder aus, ja. Wieso ist in einer Nation, die relativ viel Eis läuft und so weiter wie Deutschland, Short Track so unter Ausschluss der Öffentlichkeit, sage ich mal. Ich meine, wir haben auch viele Eishallen und Eishockeypaläste sozusagen, wo man das locker machen könnte. Ja, ich denke, die Hallenverfügbarkeit insgesamt oder die Anzahl der Hallen ist eigentlich sehr gut. Also es gibt viele Städte, wo man eine Eishalle hat, wo man auch prinzipiell einen Short Track Club beginnen könnte. Wir haben leider nur sehr wenig Standorte aktuell in Deutschland, wo es wirklich aktiv betrieben wird. Aber oftmals ist es wie in jedem Verein, es fällt oder halt es klappt sozusagen mit den engagierten Leuten. Und oftmals braucht es natürlich eine gewisse Verbundenheit. Verbundenheit kommt oftmals entweder durch Erfolg, durch mediale Präsenz oder einfach durch langjährige Zugehörigkeit zu demselben Zirkus. Und ich denke, solange die Faktoren insgesamt noch nicht so stabil gegeben sind, wird es natürlich schwierig, auch neue Vereine irgendwo zu kreieren, obwohl prinzipiell man fürs Shorttrack nicht so viel braucht. Genau, ich habe auch gerade eben so gedacht, wenn ein Eishockeyspieler ist oder Eisschnellläufer, dann ist der Weg zum Shorttrack wahrscheinlich nicht so weit. Ist das so oder muss man da ganz von vorne anfangen? Das kommt insgesamt ein bisschen aufs Alter drauf an. Ich denke, also klar, im jungen Jahren, also bis zu einem Alter von 10 Jahren circa, sag mal, geht's wirklich einfach ums Schlittschuhlaufen. Also klar, im Eishockey ist natürlich ein sehr großer Fakt, denn noch Schläger und Puckbehandlung und auch natürlich ist eine Mannschaftssportart. Das ist oftmals, kriegen wir gar nicht so viel Zulauf von Eishockeymannschaften, weil die oftmals natürlich so ein bisschen das Mannschaftsgefüge insgesamt auch leben und weiterhin haben, auch wenn wir natürlich immer in einem Team trainieren, aber es ist trotzdem was, wenn es am Ende um eine Individualleistung geht, als wenn es um eine Mannschaftsleistung geht. Aber insgesamt gibt's den Transfer schon. Den gibt's, glaube ich, insgesamt leider zu wenig, weil natürlich alle Vereine, und da schließe ich auch den Shorttrack mit ein, natürlich so ein bisschen ihre Sportler brauchen und insgesamt natürlich oftmals zu wenig haben. Und Sportler in andere Vereine oder andere Sportarten abzugeben, fällt des Öfteren so in den Vereinsstrukturen insgesamt schwer. Ich meine, nun könnte Shorttrack das ja gebrauchen, denn wenn man sich das so anguckt in der Bilanz, es gab für Deutschland genau 2 Medaillen im Shorttrack irgendwann mal. Und das war's. Und andere Nationen sind ja tatsächlich besser. Was machen diese anderen Nationen denn so anders als
Deutschland? Ja, also gerade was Weltcups angeht, gab es insgesamt schon mehr Medaillen für Deutschland in den letzten... Ich meinte Olympische Spiele. Ja, genau. Ja, was machen die anders? Je nachdem auch, wo man, in welches Land man schaut. Also in Korea zum Beispiel, da ist das Nationalsportart, da gibt es an jedem College, da hat das eine absolut hohe Priorität. Und da ist es teilweise die Sportart, um die es geht. Das sieht man auch, wenn man mal in Korea ist, so rund um die Halle nach dem Wettkampf, da warten die auf ihre Superstars, um noch irgendwie ein Foto zu machen. Wenn wir die Niederländer nehmen, da ist natürlich die Artverwandtheit zum Eisschnelllauf sehr gegeben. Da gibt es natürlich sehr viele. Und verglichen zu vor 15 Jahren waren die Niederländer prinzipiell auch nicht besser. Das waren wirklich so mit unsere stärksten Konkurrenten, was Europa angeht, zusammen noch mit Italien und dann irgendwann Russland. Aber die haben einen riesengroßen Schritt gemacht. Die haben wirklich sehr viel in ihrem System angepasst, sehr viel auch mittlerweile Zulauf vom Eisschnelllauf bekommen. Und ich glaube, insgesamt ist es ein Stück weit Effizienz auch, wobei, wie gesagt, die Holländer auch sehr viel über die Masse kommen. Die haben viele Kinder im Jugendbereich. Das ist definitiv ein Punkt, wo wir uns in Deutschland verbessern müssen. Wir brauchen einfach auch mehr Kinder, die wirklich irgendwann anfangen, den Sport zu machen. Entweder die fangen halt in einem Verein an und wollen Schlittschuh laufen, wollen Shorttrack machen oder schaffen halt den Transfer von einer anderen Sportart dann aufs Eis. Nun haben wir das ja schon mal mehrfach angesprochen. In Deutschland ist Shorttrack ein bisschen short, also klein. Letzte Saison gab es nur bei der WM eine einzige Endlaufteilnahme. Ich meine, demnächst haben wir Olympische Winterspiele, da ist Shorttrack auch irgendwie am Start. Haben wir vor da, oder ist es möglich, als Deutschland da mehr als eine einzige Endlaufteilnahme zu holen? Ja, ich denke, das ist möglich. Ich habe jetzt auch den Schritt sozusagen gewagt, vom Bundestrainer Nachwuchs zum Bundestrainer Senioren. Das heißt, das ist auch die nächsten 2 Jahre natürlich dann meine Hauptaufgabe, unsere Sportler im Seniorenbereich so drauf vorzubereiten, dass wir mehr als eine Endlaufteilnahme haben. Das Schwierigste natürlich in der olympischen Saison ist in der Regel die olympische Qualifikation erstmal. Vielleicht auch anders als in anderen Nationen muss das bei uns natürlich schon eine sehr hohe Priorität in der Vorbereitung bekommen. Während vielleicht auch die Koreaner dadurch noch ein Stück weit mehr den Fokus aufs Training legen können und vielleicht auch ein bisschen mehr Leichtigkeit haben, sind die 4 Weltcups in der olympischen Saison für uns schon die erste Crunch-Time. Und insgesamt haben wir ein junges Weltcup-Team, das darf man insgesamt auch nicht vergessen. Wir hatten dieses Jahr mehrere Sportler, die wirklich das erste Jahr im Seniorenbereich sind. Das heißt, die sind in den letzten Jahren die Junioren-Wettkämpfe gelaufen und bis zum letzten Jahr ist immer einen großen Junioren-Wettkampf international, das war die Junioren-Weltmeisterschaft. Restlichen Wettbewerbe waren europäisch, teilweise westeuropäische Wettkämpfe. Und das ist natürlich gerade auch so eine situative Sportart wie Shorttrack, wo es viel um Überholen geht, um Timing, um wirklich so ein Renngefühl. Dafür braucht man einfach auch Erfahrung, dafür braucht man Wettkampferfahrung. Und das hat man aus meiner Sicht auch in diesem Jahr schon gesehen, dass einige der Sportler sich über die Wettkämpfe, was ihr Verhalten auch einfach im Weltcup angeht, deutlich gesteigert haben. Und das Ziel ist natürlich für die nächsten 2 Saisons da auch weiterhin anzuknüpfen. Und ich denke gerade auch, wenn man das Mixteam anschaut, das hat Potenzial, denke ich, für uns als Nation. Genauso aber auch eine Damenstaffel. Wir haben wirklich auch 4, 5 Damen, die jung sind, die sich sehr gut entwickeln können. Und auch dieses Jahr mit einem 10. Platz bei der Weltmeisterschaft, ich sag mal, nicht so weit weg sind von einem 8. Platz, der zu einer Olympiaqualifikation reicht. Ja, dann hoffen wir mal, dass, ich meine, ihr habt ja auch noch ein paar Tage Zeit, dass es bis dahin besser aussieht als mit einer Endlaufteilnahme bei den Olympischen Spielen. Danke dir und viel Glück für Shorttrack und dich beim Shorttrack. Ja, vielen Dank. Ja, Shorttrack.
es lohnt sich, sich das anzugucken. Ist auf jeden Fall interessanter als Schnelllauf, finde ich. Und ich verstehe es nicht, warum es nicht funktioniert. Vor allen Dingen die 10.000 Meter der Männer könnte manchmal, das, ich sag mal so, das zieht sich in die Länge, ne? Wenn du dann die Paare hast, sozusagen. Und die dann Hut ab vor deren Leistung, Gottes Willen, das wollen wir ja nicht verteufeln, ne? Aber so aus Zuschauersicht hast du vollkommen recht, ist ein Shorttrack schon irgendwie spannender als das Finale im 10.000 Meter der Männer. Ja, da knallt es öfters. Also vor allen Dingen, weil die gegeneinander laufen. Schöner. Genau. Ja, schön. Aber wie du jetzt die Überleitung kriegen möchtest, das wundere ich mich schon die ganze Zeit. Vom Shorttrack zum Golf. Vielleicht haben wir demnächst, wenn der Shorttrack wieder populär wird und wieder eine Anna Seidel haben, jemanden, den wir zum Sportler der Woche küren. Aus dem Shorttrack. Haben wir im Moment nicht. Deswegen müssen wir uns mit anderen Sportlern beschäftigen. Zum Beispiel mit einem Golfer. Das war okay, oder? Denn man glaubt es ja kaum, auch Golf findet ja irgendwie so medial aus deutscher Sicht nicht mehr so statt. Ne? Wir kennen noch Bernhard Langer. Wenig. Der irgendwie aus dieser Senior-Tour hat, glaube ich, jetzt auch aufgehört mit Mitte, Ende 60, meine ich, oder? Kann das ja, sein? Genau. Der spielt jetzt nur noch Golf zum genau. Alexander Czajka haben wir mal gehört. Martin Keimer dürfen wir natürlich nicht vergessen. Den einen oder anderen, der taucht ja auch mal wieder auf. Aber irgendwie ein bisschen dünn. Und jetzt am Wochenende kommt der 34-jährige Stefan Jäger, in Dortmund auch Steven Jäger wahrscheinlich genannt, und gewinnt ein PGA-Turnier. Unfassbar. Ja, eigentlich nicht so unfassbar. Denn, naja, du läufst seit ein paar Jahren in den USA rum und hat sich da langsam an die Weltspitze angearbeitet, würde ich sagen, von da aus. Ja, hat eine zweitklassige Tour mitgespielt, ne? Hat er immer, okay, hat auch da sechsmal gewonnen. Auch da sind ja die Löcher nicht kleiner oder größer, oder? Größer vor allen Dingen. Deswegen weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat er jetzt den besten Golfer zurzeit, das ist Scotty Scheffler aus den USA, geschlagen mit einem Schlag Vorsprung in Houston. Ne? 2006 ist er als 17-Jähriger in die USA gezogen, wollte unbedingt Golfprofi werden, das hat er auch geschafft. Aber wir haben eben über Alex Czajka gesprochen, das war der Letzte, der auf der PGA-Tour ein Turnier gewonnen hat. Und das war im März 2015 bei den Puerto Rico Open. Das ist 9 Jahre her, wenn ich das nicht richtig... Puerto Rico scheint ein gutes Pflaster für Deutsche zu sein. Stichwort Wellenreiten. Habe ich verstanden. Und jetzt, weil er jetzt da gewonnen hat, darf er sogar nächste Woche in Augusta mitspielen. Und vielleicht kommt er dann wieder und hat ein grünes Sakko an. Ja. Warum nicht? Ne, wer es nicht weiß, wer Augusta gewinnt, bekommt ein super hässliches Sakko als Trophäe. Und also ich glaube tatsächlich auch 3,50 Euro. Modisch das Verlieren sehr. Genau. Aber da gibt es auch noch, glaube ich, 3,50 Euro dazu. Oder besser gesagt 3,50 Dollar, wenn du das Turnier in Augusta gewinnst. Ne? Das ist leider Gottes noch dazu. Da kannst du dir ein besseres Jackett für kaufen. Ich glaube auch. Das ist dann sein erstes Major-Turnier. Das verfolgen wir. Unser Sport der Woche. Stefan Jäger. Großartig. Aber wir bleiben bei Erfolgsgeschichten. Ja, natürlich, wir sind ein positives Medium hier. Ja, aber wir haben tatsächlich eine richtige Erfolgsgeschichte, denn Maxi Klötzer lebt gerade quasi schon ihren Traum. Denn die Amateurboxerin aus Chemnitz ist bei den Olympischen Spielen dabei. Die hat sich qualifiziert im Fliegengewicht, da können wir nicht mitreden. Definitiv nicht. Boxen vielleicht, Fliegengewicht, nein. Wir hatten letzte Woche Nelvi Tjafak, der ist etwas mehr als doppelt so schwer. Das ist unsere Gewichtsklasse. Aber heißt das? Ja, Superschwergewicht und Fliegengewicht. Die werden niemals gegeneinander boxen, die beiden. Eher nicht. Und Maxi Klötzer hat in Chemnitz mit Eiskunstlaufen übrigens angefangen und kommt dann zum Boxen. Naja, aber jetzt liegt ihr kompletter Fokus auf Paris und dann gucken wir doch mal rein in ihr Seelenleben.
Maxi, es sind einige Tage mittlerweile vergangen, nachdem du die Olympia-Quali geschafft hast. Erstmal Gratulation nochmal dazu. Das müssen wir auf jeden Fall noch loswerden. Vielen, vielen Dank. Hast du es denn bisher so für dich schon wahrgenommen? Hast du schon verarbeitet, dass du dabei bist? Oh Gott, also richtig realisiert habe ich es, glaube ich, immer noch nicht. Also ich hatte vor, wir waren ja im Trainingslager in St. Moritz jetzt noch bis vor ein paar Tagen. Da waren wir kurz ein bisschen dann wandern und da hat die Sonne so geschienen und da habe ich kurz gelacht und dachte, krass, ich fahre nach Paris, aber es ist trotzdem noch nicht da. Und ich glaube, das kommt dann erst, wenn ich wirklich da bin. Wenn du schon dran denkst, gibt es etwas, auf das du dich am meisten freust? Boah, gute Frage. Ich glaube, dieser erste Moment, wenn dann diese Eröffnung ist und alle vom Team Deutschland zusammenstehen und dann, ja, es heißt, okay, jetzt geht's los. Also jetzt ist die Eröffnungsfeier wahrscheinlich, ja. Was bedeutet das für dich, überhaupt dabei zu sein? Oh, alles. Ich trainiere wirklich schon seit 2010, 11 dafür und habe auch damals schon, als ich 10, 11 Jahre alt war, gesagt, ich will mal zu Olympia. Und das war, also für mich kam gar nichts anderes in Frage. Und jetzt damit, dass ich das erreicht habe, erstmal dieses eigentliche Minimalziel, dabei erstmal zu sein, ist ja irgendwie eine Last von mir gefallen, aber irgendwie auch gerade noch mehr Freude, dass es wirklich so ist. Ja. Wenn er schon so früh für dich im Kopf war, dieser Traum Olympia, weißt du noch, warum das so auf einmal bei dir sich entwickelte? In so jungen Jahren hast du irgendwo vorm Fernseher gesessen, irgendwas erlebt? Da will ich hin, oder? Es fängt schon ein bisschen früher an, weil ich habe früher, ich komme ja aus Chemnitz, ich habe mit 3 Jahren mit Eiskunstlaufen angefangen. Wenn ich Aljona Sevchenko, Robin Czolkowi, sagt bestimmt was, ja. Natürlich. Und damals war ich dann auch auf der Sportgrundschule, hatte auch jeden Tag Training und hatte natürlich die beiden so gesehen, wie die sich auf ihren Traum Olympia vorbereiten immer. Und dann war das damals schon beim Eislaufen so, oh mein Gott, Olympia, sowas. Also es hat schon immer in meinem Kopf geschwebt. Und ja, ich habe dann aber nach 7 Jahren so in der 4. Klasse halt gesagt, na gut, aber mit Eiskunstlaufen will ich es nicht. Also weil es lief zwar gut, aber irgendwie war es doch nicht ganz das. Und dann bin ich so einmal zu einer Schnupperstunde vom Boxen gegangen, weil mein Vater gut befreundet ist da mit dem Boxclub Chemnitz Cheftrainer. Ja, da war ich da. Und das hat mich sofort gecatcht irgendwie. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist die Sportart. In der Sportart war ich zu Olympia. Was hat dich gecatcht? Weil Boxen ist es nicht so ähnlich wie Eiskunstlauf, glaube ich. Nee, das nicht. Aber es war irgendwie, ich weiß nicht, ich war da. Ich hatte schon so diese ganze Athletik. Ich stand stramm da. Die ganzen Jungs dort, die beim Boxen rumgerannt sind, waren natürlich alles Audis. Es hat einfach dieses so über sich selber hinauswachsen, indem man jemand anderen, also es klingt vielleicht doof, aber jemand anderen dominiert und halt merkt wirklich, man ist gerade überlegen und stärker und so. Man, Boxen hat irgendwie alles. Also es ist sehr, ja, vollumfänglich erfüllend als Sport, muss ich sagen. Es könnte aber, Klischee, Achtung, etwas ausmachen mit der Naturschönheit, ne? Wenn man da mal ein bisschen doof wird. Ne? Hier mal ein blaues Auge, da mal ein Kratzer. Das ist nicht immer egal. Also, das ist eigentlich ganz witzig, weil ich hatte jetzt erst vor der Quali, wirklich im Januar hatten wir ein Turnier in Sheffield, Ende Januar, und ich glaube, es war dann der 21. Januar im Finalkampf, ist mir zum ersten Mal was Schlimmes beim Boxen passiert und ich habe einen Kopfstoß bekommen und mir die Nase gebrochen. Und dachte mir so, ach scheiße, 5 Wochen vor der Quali, bisschen doof. Ich sah auch dementsprechend wirklich aus wie, vielleicht sah schlimm aus. Also es ist dann unter die Augen gelaufen, das ganze Blut. Ich sah aus wie ein Schmetterling, klingt schön gesagt, aber ich fand, es sah aus wie ein Alien. Also als meine Mutti mich gesehen hat, als ich nach Hause kam, die musste dann erstmal weinen, weil sie gesagt hat, oh Gott, meine Tochter, so sowas hat sie immer Angst gehabt. Aber ansonsten hatte ich noch nie so wirklich Blessuren, würde ich sagen. Und im Kampf merkt man sowieso nicht, dass irgendwas wehtut. Also da ist man so unter Adrenalin. Da letztendlich ist, sobald der Arm hochgeht, dann beim Urteil ist irgendwie jeder Schmerz, den man da irgendwie durchgemacht hat, ob im Training, im Wettkampf oder total vergessen. Also das ist dann wirklich einfach so viel, ja, Freude, die da aufkommt. Gibt es denn irgendetwas,
beim Eislaufen, was dir beim Boxen geholfen hat? Auf jeden Fall. Also was Körperspannung angeht und so diese Grundphysis, die ich ja dadurch schon hatte, war, glaube ich, echt wichtig damals. Also man fängt ja mit Eiskunstlaufen sehr früh an. Ich glaube, eher so dieses Mentale hat mir da geholfen, so diese Disziplin und Ehrgeiz, was man da schon so ein bisschen nicht gestriezt bekommt, aber so, also so eine gewisse Grund, ja, einfach auch Sportlerpersönlichkeit, die einem da schon im jungen Alter irgendwie mitgegeben wird. Nächstes Klischee zum Thema Frauen. Einmal haben wir über Aussehen geredet, das zweite ist immer das Gewicht. Wie schwierig ist das? Du bist im Fliegengewicht, richtig? Ja, die leichteste olympische Gewichtsklasse, 50 Kilo. Wie nah ist man da immer dran an den 50, dass man auch eventuell mal über 51, 52 kommt? Oder bist du sowas von leicht, dass das gar nicht passieren kann? Nee, also ich bin nicht so leicht, dass das nicht passieren kann, auf keinen Fall. Also so normal, wenn ich mal sage, ich bin vollgefressen, wiege ich schon so 52 bis 53 Kilo. Aber ich glaube, das ist auch in jedem, außer vielleicht im Superschwergewicht, in jeder Gewichtsklasse so, dass man normalerweise, wenn man wirklich in der Grundlagenphase ist und nicht direkt im Wettkampfmodus, schon so seine 2-3 Kilo drüber hat, einfach um nicht die ganze Zeit ausgelaugt zu sein. Man baut ja wirklich in Grundlagen, jetzt fange ich ja auch gerade wieder damit an, quasi in langfristiger Vorbereitung auf Paris. Man baut ja Muskulatur auf, die man auch braucht, und da die ganze Zeit an 50 Kilo zu kratzen, wäre schon schwierig. Aber ich habe jetzt auch nie so wirklich krass Probleme gehabt, dann auf die 50 Kilo zu kommen. Das letzte Kilo ist immer dann ein bisschen schwierig. Also sobald dann so eine 50 vorne steht, schon mal merkt man, okay, der Körper arbeitet nicht mehr so viel. Und da muss man schon ein bisschen drauf achten. Aber ja, dass ich jetzt so auch klischee-mäßig wie irgendwelche mit Schwitzanzug in der Sauna trainiere, oh Gott, also da, nee, das ist auch ganz schön unprofessionell, glaube ich. Du hast relativ früh angefangen mit Boxen, hast du eben erzählt. Wann hast du gemerkt, dass du vielleicht auch in deiner Boxkarriere auch was erreichen kannst? Titel gewinnen kannst, Olympia erreichen kannst? Ich glaube, 2015 war ich das erste Mal für die Nationalmannschaft unterwegs. Da bin ich aber auch direkt, das war eine Europameisterschaft, direkt im ersten Kampf rausgeflogen, und das war dann so ein bisschen niederschmettern, sage ich mal. Aber dann, das war dann auch so ein kleiner Antrieb, und dann habe ich 2017 meine erste Medaille geholt, Bronze bei der U19 Europameisterschaft. Und da wusste ich irgendwie dann so, okay, krass, doch, ich kann schon vorne mitspielen. Und ich glaube dann so, diese Phase war dann so, der Übergang auch, dass ich dann wirklich richtig in den Kader kam und dann auch mal mehr Einladungen kamen für Nationalmannschaftslehrgänge. Und da wusste ich, okay, doch, das ist schon möglich alles. Wie sehr muss man eigentlich im Kampf den Gegner hassen? Also, ich glaube, ich habe noch nie, glaube ich, Hass gespürt für jemanden, also oder für meinen Gegner. Natürlich hat man manchmal so zickige Gedanken, wenn man sich mit seinen Trainingskameraden unterhält, dann so, ach, die blöde schon oder so. Irgendwie sowas, wenn dann der Gegnerin vorbeiläuft. Aber ich finde, sobald Emotionalität mit reinkommt, merke ich auch selber, dann bin ich nicht mehr konzentriert. Also eigentlich ist so dieses, dass der Gegner jetzt auch nur ein Mädchen oder eine Frau ist, die jetzt gerade auch so. Ich habe jetzt zum Beispiel bei der Quali einen Kampf ja vorzeitig gewonnen. Und da habe ich richtig meiner Gegnerin ins Gesicht geguckt und gesehen, wie verzweifelt sie war und dass sie weint und sowas. Und das war so ein ganz kurzer Moment, wo ich dachte, oh Gott, eigentlich sogar die Arme. Aber dann, ich bin so ausgeschaltet, dass ich wirklich nur mich darauf konzentriere, ich will die jetzt kampfunfähig machen, ich will die jetzt zerstören. Aber ohne diesen Hass und die Aggressivität so mit eine Emotionalität zu haben, sondern wirklich einfach nur, um das auf mich zu beziehen und das für mich zu nutzen, dass ich dadurch einfach stärker werde und in so einen gewissen Flow komme. Es geht ja nicht nur darum, dass du bei der Eröffnungsfeier dabei bist. Es hat tatsächlich einen Wettkampf, den nochmal nachlesen, Fall, ja. Was ist, wahrscheinlich im Tennisstadion, was ja auch großartig ist. Was hast du vor? Hast du Medaille im Blick? Sagst du, berühmt dabei sein ist alles, ich will einmal Olympia erleben, oder? Auf keinen Fall, nee, also dabei sein ist alles. Ich glaube, damit gebe ich mich nicht zufrieden. Das ist wirklich jetzt, also
meistens ist es ja so, dass der Weg zu Olympia erstmal schwerer wird, als dann, wenn man da ist. Aber das habe ich jetzt geschafft und damit fängt es ja jetzt erst wirklich gerade an. Also ich bin jetzt, so wie ich mitbekommen habe, aus Sachsen seit sehr, sehr vielen Jahren die erste deutsche Boxerin, die überhaupt irgendwie sich qualifiziert hat für Olympia. Und ja, ich würde die Geschichte jetzt auch schon gern zu Ende schreiben mit einer Medaille. Da drücken wir doch alle Daumen dafür. Das fängt ja schon an. Dankeschön. Und wenn du die Medaille holst, dann sprechen wir aber wieder, ne? Gerne, sehr, sehr gerne. Ja, ich gehe davon aus, dass das alles sehr, sehr zu meinen Gunsten laufen wird. Ich fühle mich auf jeden Fall gut. Das ist das Wichtigste. Und gut im Kopf und gut im Körper, bleib gesund und wir drücken alle Daumen, damit du da Erfolg hast. Danke für deine Zeit. Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ernsthaft, ich gucke mir das erste Mal bei Olympischen Spielen Boxen an. Und zwar wegen Nelfi Tifak und Maxi Klötzer. Die beiden sind klasse. Absolut, ne? Mhm. Ich habe übrigens Maxi Klötzer auch gefragt, ob das denn was wäre, vielleicht mit Profiboxen. Und es kommt wieder der berühmte Hinweis. Das ganze Interview. Das ganze Interview, überall down zu loaden mit Maxi Klötzer. Es lohnt sich wirklich, sehr sympathisch, die Maxi. Und ein Satz blieb mir hängen. Da wollte ich dich mal was fragen von wegen dieser eine Satz. Das letzte Kilo ist immer das Schwerste. Hast du diesen Satz für dich auch schon mal irgendwo gehört? Nein. Also nach oben. Nach oben, ja, aber nach unten. Auf der offenen Richterskala. Naja, ich wollte ja nicht unverschämt werden. Also, im Mai gibt es übrigens noch ein weiteres Qualiturnier in Thailand. Da wird die Maxi mitfahren als Sparringspartnerin und da hoffen wir ja, dass wir auch noch die eine oder andere Athleten dann im Anschluss hier hören können mit dem Traum von Olympia, der dann vielleicht erfüllt wurde. Das wäre cool. So, Top der Woche. Lieber ja auch. Ja, der erste FC Saarbrücken. Ja, natürlich. Ey, die sind raus. Pokal. Nee, nein. Doch, im Pokal sind sie raus gegen den ersten FC Kaiserslautern, im Halbfinale. Ja, aber nicht im Champions League Pokal. Die spielen ja nicht Champions League Saarbrücken. Die spielen dritte Liga, Fußball. Ja, die spielen aber auch Champions League Tischtennis. Ach so. Ja. Ach so. Und da war jetzt das Finale gegen Borussia Düsseldorf. Und es ist, der Pokal ist ins Saarland gegangen. Also, die haben tatsächlich gegen Borussia Düsseldorf gewonnen. Jetzt heul nicht, nur weil du aus Düsseldorf kommst. Also bitte, der Sport. Ja, ja, Patrick, ja. Franziska, Darko Jogic und Yutu Muramatsu haben das Ding ins Saarland geholt. Vielleicht gibt es ja eine Wachablösung. Aber es gab ja auch mal Hörs Grenzau, die waren da mal nah dran. Die Wachablösung zu machen, hat auch nicht geklappt. Okay, jetzt versaul das nicht mit dem Top der Woche, gleich wieder mit Zweifel. Hey, wieder den Pokal geholt, zweimal hintereinander, Titelverteidiger, Saarland, traurig, was Fußball angeht, Freude, was Tischtennis angeht. Vorteil im Tischtennis, der Platz kann nicht unter Wasser stehen. Ja, wenn sie in der Halle spielen, vielleicht kommen die irgendwann mal auf die Idee, ja, wir spielen im Ludwigspark, mal draußen vor 20.000 Zuschauern. Mit einem eingesunkenen Tisch. Wer weiß das schon. Aber es gab auch eine Woche. Das kann ja nur eins sein, oder? Mit Fußball zu tun. Und tatsächlich mit einem Opfer vom ersten FC Saarbrücken. Nämlich Bayern München. Dein Opfer des ersten FC Saarbrücken. Bayern München. Denn die haben schon wieder verloren. Ja. Beim deutschen Klassiko gegen Dortmund. 2-0. Und Zu Hause. Ja. Und das ist ja primär nicht schlimm, 2-0 verlieren. Es geht nur tatsächlich um das Wie, denn das war unerträglich anzusehen. Meiner Meinung nach, muss ich einfach sagen. Und damit haben wir jetzt 13 Punkte Rückstand auf, man darf es nicht mehr sagen, Vizekusen. Die stehen vor ihrem 40. Sieg in Folge. Heute Abend vielleicht
gegen Düsseldorf? Ich muss da noch eins dazu sagen. Ich glaube, das hat es in der Geschichte des FC Bayern auch nicht gegeben, dass solange es theoretisch noch möglich war, dass ein Trainer hingegangen ist und hat gratuliert zum Titel. Das für den anderen, ne? Ich kann mich nicht erinnern. Dass er vor allen Dingen noch lebt und seinen Job hat. Also als Thomas Tuchel dann in die Kamera sagte, herzlichen Glückwunsch Bayer Leverkusen, er hat ja irgendwo natürlich recht, aber es hat noch nie einen Bayern-Trainer gemacht. Wenn nicht alles noch machbar ist, wenn das irgendwie noch geht. Und wenn es nur 1% ist, dann gratuliert man nicht den Kontrahenten. Das kenne ich von Bayern nicht. Nee, ich finde, dazu gehören auch Eier, das zu tun. Also da möchte ich Thomas Tuchel loben, aber trotzdem war die Leistung gegen Dortmund der absolute Flop. Genau. Ne? Und Leverkusen hat Spektakel geboten. Wie die ganze das Saison. Das ist richtig. Wir haben eigentlich das 39. Spiel verloren und haben sich gedacht, nee, machen wir doch nicht. Nö. Drehen das mal eben kurz nach Nachspielzeit. Das ist schon faszinierend. Also. Und die sind ja nicht zufrieden, wenn sie in der 93. das 1-1 machen. Und also, man könnte ja sagen, hey, wir haben immer mit. Ja, wir haben ja noch was. Komm, hier, also machen wir noch das andere, das Siegtor noch hinterher. Und dann passiert's, ne? Krass. Ja. Krass. Und wo spielen sie am Wochenende? Spiel Nummer 40? Nein, das wäre ja dann Spiel Nummer 41. Pflichtspiel wäre ja heute Abend. Ah, 41, genau. 40 ist das Pokalspiel, genau. 41, ja. Yeah. Bleiben wir in der Bundesliga. Die spielen gegen... Sie fahren nach Berlin. Egal, wie das Pokalspiel ausgeht, sie fahren nach Berlin. Genau. Aber dann in das kleinere Stadion, nämlich zum FC Union Berlin. Genau. Und wer sich auf dieses Spiel vorbereiten möchte, so wie man das vernünftig macht, der geht ins Kino. Ich dachte, der zieht sich eine Ritterrüstung an. Warum? Maskottchen? Stimmt. Nee, so ist es nicht. Die geht einfach ins Kino, denn ab dem 4.4. oder seit dem 4.4., wie ihr wollt, läuft in den Kinos der Film Union Berlin, die besten aller Tage. Das ist ein Dokumentarfilm eben über die Köpenicker. Vor 2 Jahren hat die Drehbuchautorin und Regisseurin Anne-Kathrin Händel angefangen zu drehen und hat die 2 Jahre lang begleitet, bis sie dann die Champions League erreicht haben. Das war richtig gut. Sie gibt uns mal einen Einblick in diesen Film und auch in die Zusammenarbeit mit Union Berlin. Also erstmal schön, dass du dir Zeit nimmst und Stichwort Zeit, du hast dir viel Zeit genommen, um diesen Film zu verwirklichen. Du hast 2 Jahre einen Bundesliga-Verein begleitet. Wie sehr hat sich deine Sichtweise auf den Fußball geändert? Ich hatte keine, aber mich hat das Ostdeutsche daran interessiert, aber jetzt habe ich eine. Also nicht auf den Fußball, sondern auf die Bedeutung des Fußballs in unserer Gesellschaft. Ich wusste es wirklich nicht. Ich wusste nicht, wie wichtig das Stadionerlebnis, sage ich mal. Natürlich insbesondere jetzt bei Union und woanders kann ich es nicht beurteilen. Vielleicht ist es überhaupt gar nicht so sehr anders woanders. Aber wie wichtig das ist, in Zeiten des Auseinanderdriftens der Gesellschaft für die Menschen, dass da Leute zusammenkommen, die sich sonst niemals berühren, begegnen würden, ganz geschweige, dass sie zusammen Lieder singen, dass sie zusammen irgendwie sich um den Hals fallen, sich Bierduschen gegenseitig verpassen, dass sie miteinander Zeit verbringen. Denn bei Union ist es so, die Leute kommen 2 Stunden vorher ins Stadion und das Spiel ist wichtig, aber die Begegnung ist eben wichtig und ich wusste das nicht. Also das ist für mich die größte Überraschung und die wichtigste Erkenntnis tatsächlich. Und mein Blick auf den Fußball und auf die Bedeutung hat sich total verändert. Auch Lust bekommen, noch mehr in diesem Bereich Fußball erleben zu wollen? Naja, ich habe jetzt in dem Film selber, habe ich jetzt ja gar nicht so sehr mich darauf fokussiert, auf dieses mein Erleben, sondern mehr, ich habe mich um den Betrieb Union gekümmert. Also der Film selber erzählt jetzt nicht so von diesen Begegnungen der Menschen auf den Rängen. Das ist eine Erkenntnis, die nebenbei gekommen ist. Der erzählt mehr von dem Betrieb selber. Und deshalb bin ich selber zwar auf den Rängen auch gewesen, um zu filmen, aber ich muss als reiner Zuschauer, als jemand, der da Fußball anschaut, das muss ich erstmal ausprobieren. Also ich war ja immer im Auftrag eines Filmes da und deshalb weiß ich gar nicht, wie es ist, wenn ich keinen Film mehr mache. Ob es mich dann noch weiter dahin zieht, das weiß ich noch gar nicht. Es gibt ja so
Dokus, da werden Vereine begleitet, teilweise machen die Vereine das selber. Hat man sich da vorher was angeguckt oder auch da unbefleckt rein? Ich mache das so, wie ich das für richtig halte. Ich mache es sowieso, wie ich es für richtig halte, aber ich habe es mir angeschaut. Ich habe mir teilweise Sachen angeschaut, weil es ja, wenn man Geld für einen Film haben will, muss man ja Argumente haben, dass man das Geld auch bekommt. Und deshalb habe ich mir andere Filme angeschaut. Das gehört auch zur Recherche dazu. Das gehört einfach dazu, dass man die Arbeiten anderer Leute kennt. Aber ich habe überhaupt, es gibt keinen Grund, warum ich aufpassen muss, dass ich es irgendwie anders mache, weil ich sowieso immer so mache, wie ich das mache, weil es immer ein ganz subjektiver mein Blick ist auf die Dinge. Wie gesagt, der Union ist auch nicht mein Auftraggeber, sondern die Verabredung war von Anfang an, dass ich meinen Film mache. Christian Arbeit, der Pressechef von Union, kannte meine Filme vorher und das war auch für die Voraussetzung, dass es nicht darum geht, dass ich irgendwie ein Image-Video mache sozusagen oder ein Saison-Doku, sondern dass ich meinen Film mache und dass ich, weil sie auch neugierig sind, was sind sie eigentlich? Sie sollen auch das immer erklären, wer sie sind und warum sie so sind und was sie sind, aber das wollen sie gar nicht, das können sie gar nicht und das macht auch mein Film nicht in dem Moment, in dem Sinne, aber der Film kann den Zuschauer dazu bringen, sich selber einen Reim darauf zu machen, was Union eigentlich ist. Es gibt ja keine Interviews und es wird auch nichts erklärt, aber man ist mittendrin, man ist dabei, man ist mit mir zusammen sehr nah an den Leuten. Wie nah warst du dann an der Mannschaft direkt, an den Spielern, am Trainer? Ich habe Trainings gefilmt. Ich habe ja, wie gesagt, generell keine Interviews gemacht, weil die Sportreporter machen das sehr schön und die gibt es alle auf YouTube und überall zu sehen, auch im Nachhinein. Ich habe versucht, die Arbeit zu dokumentieren und das zeigt der Film auch, aber ich gehe nicht als ältere Dame in eine Kabine, wo junge Männer sich umziehen. Also das mache ich nicht, zumal auch Urs Fischer, der Trainer, das beschreibt ja die Zeit, als Urs Fischer dort noch Trainer war. Also der Film beschreibt ja die Zeit bis zum Eintritt in die Königsklasse sozusagen. Ja. Auch der geht nicht in die Kabine. Und das ist ein Tabu bei Union. Das ist auch für den Trainer. Das ist ein Ort des Rückzugs für die Mannschaft. Also ich bin da höchstens drin, wenn gefeiert wird. Und wenn da auch die Türen offen sind. Es gibt aber auch Gespräche, die ich nebenbei führe mit allen Leuten, während sie arbeiten, nebenbei Gespräche auch mit Trainern, auch mit zum Beispiel Christopher Trimmel, aber dann geht es auch wiederum nicht unbedingt um Fußball. Mein Kerngeschäft ist ja nicht Fußball, mein Kerngeschäft ist, dämliche Fragen zu stellen über das, was ich in dem Moment aus der Situation heraus nicht verstehe, was ich wissen will und das mache ich auch. Und da bin ich eigentlich an allen Leuten sehr nah dran. Die Spieler habe ich zum ganz großen Teil nur beobachtet und wirklich in Ruhe gelassen, weil sie eben so konzentriert sind auf die Sache, die sie da vorhaben. Aber man sieht sie in den Spielen auch und es sind tolle Momente, die wir manchmal mit drei Kameras drehen konnten, auch auf unsere Weise, auch ganz anders als das Fernsehen das macht. Das ist schon, glaube ich, also auch für Fußballfans, die sich eigentlich nur für die Spieler interessieren, interessant vielleicht, dass man sieht, was im Hintergrund noch so abläuft, wer hinter den Spielern steht, wer diese ganze Reise überhaupt ermöglicht hat. Nämlich, das ist der Verein und ich habe ein paar interessante Charaktere da rausgegriffen, unter anderem zum Beispiel den Präsidenten. Ist es vielleicht dann die falsche Wertschätzung, wenn man dann sagt, und so liest man das überall, dass es ein Fußballfilm ist? Ist doch eigentlich mehr als ein Fußballfilm. Das weiß ich jetzt nicht. Es ist aber auf jeden Fall auch ein Fußballfilm, weil es geht um Fußball. Ohne die Spieler, ohne die Erfolge oder die Misserfolge meinetwegen der Mannschaft, dafür machen alle alles. Also das ist schon der Kern des Filmes. Aber für mich ist es auch ein Film über einen Betrieb. Das könnte auch eine Werft sein zum Beispiel. Und wenn man die Warnow-Werft in Rostock, Riesenschiffe, man versteht nicht, warum die dicken Dinger überhaupt sich auf dem Wasser halten, sowas. Ne? Also eigentlich geht es darum, dass man auch aus einem Betrieb erzählt und viele Menschen gehen ja arbeiten, haben selber irgendwelche, sind selber in Verhältnissen und wie die da arbeiten, wie die miteinander arbeiten, das finde ich extrem interessant. Also wie dort Entscheidungen getroffen werden, wer, wann, warum, wofür zuständig ist, wie das, also bei Union ist es eben so, dass man komplett auf Coaches und Supervisor für Konflikte verzichtet, sondern dass man das miteinander macht. Also ich persönlich habe ja auch einen Betrieb, nämlich eine Filmproduktionsfirma. Ich konnte viel lernen
davon. Und insofern sehe ich es schon auch als Gesellschaftsfilm an. Bist du denn jetzt auch Fan geworden von Union Berlin? Natürlich nicht. Ich bin ein unabhängiger Filmemacher. Aber ich könnte eventuell Fan werden. Ich weiß es aber noch nicht. Ich bin gespannt. Es kann auch sein, dass ich fange den nächsten Film gerade an, dass ich dann dass alles wieder, die ganze Konzentration wieder ganz woanders liegt. Kann alles passieren. Ich weiß es nicht. Ich bin gespannt darauf. Aber ich könnte mir vorstellen, dass ich weiterhin sehr gerne ins Stadion gehen will, was ja schwer ist, weil es ja nur 22.000 Plätze gibt. Und über 60.000 Mitglieder, also man kommt da ganz schwer rein. Zum Schluss darfst du noch einen Appell loswerden, wenn der Bayern-München-Fan und der Dortmund-Fan jetzt sagt, das ist ja ein Film Union Berlin, das interessiert mich ja gar nicht. Aber warum muss auch der Bayern-Fan in diesen Film reingehen? Weil es nicht ein reiner Fußballfilm ist und weil jeder, wie gesagt, in Verhältnissen agiert, arbeitet, studiert, irgendwas. Es ist wirklich ein Film über Zusammenarbeit. Das ostdeutsche Wort dafür ist Kollektiv. Ja, es ist ein Film darüber, wie man immer am Limit, die Leute dort sind immer an der Kante am Limit, geben alles, arbeiten mit großer Leidenschaft. Und das, glaube ich, davon, also wie gesagt, ich habe davon gelernt. Also man kann sich das angucken. Ich glaube, dass es ungewöhnlich ist. Ich habe den Vergleich nicht, aber ich glaube, dass es eine ungewöhnliche Art der Zusammenarbeit ist. Und was ich am allermeisten schätze, und das kenne ich noch aus, ich bin ja junge Erwachsene gewesen, als die Mauer gefallen ist, ich leide unglaublich darunter, in einer Gesellschaft jetzt zu leben, wo man immer alles richtig machen muss. Ich finde das wirklich ätzend, mich kotzt an. Und wo Leute, die keine Leistung bringen, eigentlich nicht gefragt sind. Ja, das finde ich ganz unangenehm. Und dort ist es so, dass es nicht darauf ankommt. Da können alle selbstständig die Entscheidungen treffen. Sie dürfen falsche Entscheidungen treffen. Und davon erzählt auch der Film. Wenn man viel macht, macht man auch was falsch. Also, und das finde ich zum Beispiel eine ganz, ganz tolle, ja, ich habe es nicht geahnt, dass es so ist, aber es ist so. Und ich finde es ganz großartig. Und das kann man sich ruhig angucken, ja. Ganz davon abgesehen, dass es auch wirklich ein schöner Film ist, schön geschnitten, tolle Bilder und man wirklich nochmal was miterlebt, man erlebt ja auch die anderen Mannschaften. Man erlebt ja Bayern München, aber man erlebt auch Hertha und man erlebt ja auch andere Mannschaften. Also es ist schon schön. Union, die besten aller Tage, am 4.4. in den Kinos. Gehe davon aus, dass der gut ankommt, weil so viele Kinos, also für einen Dokumentarfilm, ungewöhnlich viele Kinos den gebucht haben. Man muss an dem Tag schon gehen, weil die meisten Kinos, die ja Dokumentarfilmen nicht vertrauen, die großen Kinoketten spielen den manchmal nur an diesem Tag. Also man soll wie ein Stadionerlebnis das mit seinen Kumpels in den Film gehen und wirklich gleich am 4.4. Wenn es voll ist, dann spielen sie es auch weiter und wenn nicht, dann fliegt er raus wie alle Dokumentarfilme. Dann sage ich allen Fußballfans Deutschlands, geht in diesen Film unbedingt, ja, damit er auch noch länger läuft und nicht nur einmal irgendwo, sondern es lohnt sich bestimmt, da reinzugehen. In diesem Sinne, danke für deine Zeit und viel Erfolg für alle Projekte, die du machst in Zukunft. Danke für diese Zeit, die ich hier haben durfte. Tschüss. Und Anne-Kathrin Händel, die Drehbuchautorin und Regisseurin des Films Union Berlin, die besten aller Tage. Und, ich darf verraten, ja, ich hatte ein Privileg. Ich habe mir den Film schon angeguckt. Ja, und es lohnt sich. Also dieser Film bietet auch andere Perspektiven, wie es in einem Verein zugeht. Deswegen absolut sehenswert. Geht in die Kinos und schaut euch diesen Film an. Ja, geht auf jeden Fall. Es läuft sowieso nichts, außer Godzilla und Kong und was weiß ich. Eben, und dann, da es ja keine Fiktion ist, ne, geht man da raus und hat vielleicht auch andere Einsichten eines Erstliga-Clubs. Nicht wahr? Ja, nicht immer nur Wrexham, auch mal Union Berlin. Genau. Und so kommen wir mal noch nach der Kultur zur Geschichte. Und du hast wieder was ausgegraben. Ich habe mich diesmal wieder zurückgehalten. Grüße übrigens an Pickles, unserem Hund in den ewigen Jagdgründen. Ja, und es war etwas, was du gefunden hast, es war kein April-Scherz, obwohl es an einem 1. April war. Es ist an einem 1. April passiert und ich habe damals tatsächlich auch gedacht, es wäre ein April-Scherz. Und es hat sogar was mit Kultur zu tun, denn dafür gab es einen Preis. Komischerweise. Und zwar am 1. April 1998
gab es ein Halbfinalspiel in der Champions League zwischen Real Madrid und Borussia Dortmund. Das Spiel fing allerdings 76 Minuten später an, denn, und ich zitiere Günther Jauch, für alle, die nicht rechtzeitig eingeschaltet haben, das erste Tor ist schon gefallen, ist einer der bunten Sätze, die da passierten, denn das Tor vor dem Madrider Fanblock fiel tatsächlich vor dem Spiel um, als die Madrider Fans, ein paar Madrider Fans, sich auf den Zaun gestellt haben, ein wenig an dem Zaun gerüttelt haben, dieser Zaun nach innen auf die Tribüne fiel und das Tor mitnahmen um 20.43 Uhr. Und damit um 21 Uhr definitiv kein Spiel stattfand. Man suchte dann 76 Minuten nach einem Ersatztor. Und RTL musste das leider Gottes live übertragen. Und deswegen habe ich damals schon gedacht, hartes Brot für die beiden, für Günther Jauch und Marcel Reif. Aber das war so großartig, dass das mit einem bayerischen Fernsehpreis belohnt wurde. Denn die haben gezeigt, wie hoch ein Pfosten ist an der Körpergröße von Günther Jauch plus einem Hocker, auf dem er stand. Was an dem zuerst gelieferten Tor falsch war und weswegen ein zweites Tor geliefert werden oder angeliefert werden musste. Borussia Dortmund verlor 2-0, verzichtete sogar auf einen Protest, was ich großartig finde. Dortmund schied aus der Champions League aus, weil das Rückspiel endete torlos. Aber das gefallene Tor in Madrid ist als Torfall von Madrid in die Geschichte eingegangen und ein großes Stück Fernsehgeschichte. Gibt es auch ein großes Stück Podcastgeschichte? Weiß ich nicht. Wenn du vielleicht mal irgendwann sowas sagst wie, noch nie hätte ein Tor einem Spiel so gut getan wie heute. Eben. Mal gucken, was uns da so einfällt. Wir sind ja nächste Woche wieder da. Vielleicht fällt uns da ja was Historisches ein, ne? Oder wir checken das nochmal, wie das war mit dem letzten Kilo, was ja so schwierig ist, ne? Man weiß es nicht. So, Leute, das war's von uns. Ist wieder viel los in den nächsten Tagen. Im Sport natürlich. Wir dürfen erwähnen, Halbfinale in der DL, die Playoffs laufen. Da geht so langsam ans Eingemachte. Das Finale ist schon so langsam zu schmecken. Ne? Wir haben Handball in der HBL, ganz normal die Serie. Wir haben berichtet, dass es da, wie es da aussieht, oben und unten. Und vergesst nicht die EM-Quali in Heidelberg. Geht doch mal kurz vorbei, da spielen die Damen. Ja. Unbedingt. Und dann beginnt nächste Woche ja auch dieses Quali-Turnier Richtung Olympia. Und dann ist mir was aufgefallen. Das habe ich mal früher sehr gerne geguckt. Habe es aber nie sehr gerne erlebt, obwohl ich aus der Radfahrerstadt in Münster, aus Münster komme, der Radfahrerstadt schlechthin. Da gab es noch keine E-Bikes. Da haben wir auch Kopfsteinpflaster, definitiv. Und wenn du mit dem Rad über Kopfsteinpflaster fährst, ist das nicht witzig. Für andere vielleicht, die das angucken, aber für deinen Hintern nicht so schön. Und es gibt wieder den Klassiker im Radsport, Paris-Roubaix am Wochenende. Ja, da knallt es immer gerne. Da fliegen auch gerne mal Fahrräder durch die Gegend. Absolut. Aber vielleicht ist das ja ein Impuls für viele, die sagen, ach, lass mich doch mal wieder Fahrrad fahren. Ist ja auch etwas Gesundes. Wieso nicht? Kommt Zeit, kommt Rad. Oh. So. Das. Ich glaube, ich höre jetzt auf. Ja, das wollte ich gerade sagen. Großartig. Tschüss, bis nächste Woche. Ich wünsche euch alles Gute und vielleicht findet ihr noch Haus da. Ja. Geht nochmal in den Garten, sucht nochmal Eier. Erholt euch von diesen Wortspielen. Oder auch so, macht's gut und nächste Woche sind wir wieder da. Alles Gute, tschüss. Wiedersehen.